Hochzeitstag, alles Gute. Wie war das, Lilla? Oh, fantastisch. Ist alles fertig, Max? Alles klar, Mr. Hart. Wollen Sie nicht noch mit nach oben kommen? Auf einen Kaffee und einen Brandy? Nach oben? Auf einen kleinen Kaffee und einen Brandy? Was habt ihr zwei vor? Es ist eine Überraschung. Eine Überraschung? Mhm. Oh, ich liebe Überraschungen. Komm mit. Eine Überraschung. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Wie sehr ich Überraschungen liebe. Ich liebe Überraschungen, Max. Danke, Max. Gut, sag mir, wann ich gucken darf. Liebling. Lass ja die Hand vor den Augen, ja? Ja, gleich. Willst du? Ja. Ja, also los. Was ist denn das? Das ist ein Bett. Aber nicht irgendein Bett, sondern das Bett. Das Bett, in dem wir unsere Hochzeitsnacht verbracht haben. Oh, in dem kleinen Hotel in Napa Valley. Oh, ist das schön. Wie bist du denn da rangekommen? Ich hab's einfach gekauft. Für dich, für mich und für unseren Hochzeitstag. Was gibt's Schöneres für heute Nacht und für alle künftigen Hochzeitsnächte? Oh, schön, Jonathan. Das ist ja so romantisch und sentimental und so feinfühlig. Ja. Es ist das falsche Bett. Liebling, das war ein bisschen zu viel Champagner. Als ich im Hotel anrief, sagte Mr. Appleroth, es ist garantiert das Bett. Oh, nein, 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 nein. Das, das wir hatten, ist mit kleinen Blümchen bemalt gewesen. Vielen kleinen Blümchen. Hm? Du hast recht. Oh, sei doch nicht so traurig. Das macht doch nichts, Liebling. Wichtig ist, dass du daran gedacht hast. Aber die Überraschung ist hin. Es ist nicht das Bett. Oh. Tja, gehen wir lieber schlafen. Ich habe das Gefühl, dass wir morgen sehr früh aufstehen müssen. Wieso? Hm? Du hast diesen Blick. Welchen? Ah, diesen, diesen Blick, naja, diesen Bett ist eben nicht Bettblick. Aha. Mhm. Tja, San Francisco und das Napa Valley sind zu dieser Zeit unwiderstehlich, Liebste. Ach, wirklich? Ja, genau wie du. Du siehst süß aus, wenn du Champagner beschwipst bist. Was trinken? Tja, ich weiß nicht. Möchtest du was trinken? Ah, du kennst mich doch, Liebling. Ich trinke den Wein nicht gern allein. Also, ich möchte was trinken. Ah, du bist ja so sensibel, Liebste. Sieh mal, Jonathan. Am 28. ist ja eine öffentliche Versteigerung. Ich bemerke noch was anderes. Das ist heute. Oh. Oh, ist das nicht schön, Jonathan? Hier hat sich nichts verändert. Ja, alles so wie damals. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Wir wollen zu Mr. Appleroth.
Es tut mir leid, Mr. Appleroth ist vor ein paar Wochen verstorben. Mr. Appleroth? Ist das der Grund für die Versteigerung? Genau. Das Hotel und was dazugehört, steht zum Verkauf. Wir kommen aus Los Angeles. Ich hatte mit Mr. Appleroth... es ging um die Lieferung eines Bettes. Wurde es nicht geliefert? Wir bekamen ein Bett, ja, aber es war das falsche Bett. Das Bett, das wir haben wollten, hatte ein bemaltes Kopfteil mit kleinen Blümchen und Blättern drauf. Oh, das Bett. Es ist in Zimmer 7. Es ist sehr hübsch. Dürfen wir es sehen? Kein Problem. Es ist gleich hier oben. Wenn Sie es kaufen wollen, müssen Sie mit Mary Thorne sprechen. Und danke, ich danke Ihnen vielmals. Die beiden, die gerade gekommen sind, stellen eine Menge Fragen. Die könnten ein Problem werden. Lösen Sie das Problem. Dafür bezahle ich Sie ja. Ist es das? Ja, ich glaube ja. Liebling, das ist es. Ist es nicht ein wundervolles Bett? Du bist wirklich sicher? Ja, absolut. Zum Hochzeitstag alles Gute. Oh, ich danke dir, Schatz. Sie sind wirklich ein zauberhaftes Aperçu für ein romantisches Ambiente. Vielen Dank für das Kompliment. Sie sind bestimmt Mary Thorne. Permettez-moi. Ich bin Jean-Pierre de Bonfleur. Ich bin Jonathan Hart. Das ist meine Frau Jennifer. Enchanté, Madame. Enchanté. Es ist bedauerlich, dass man dieses Gesicht nicht verewigen kann, umrahmt von den sarten Frühlingsblumen dieses ärrischen Bettes. Sie sind wirklich ein Poet. Ich bin vor allem ein Liebhaber alles Schönen auf dieser Welt. Oh. Das Läuten des Sterbeglöckchens. Die Auktion beginnt. Kommen Sie. Glauben Sie, es wird schwer sein, unser Bett zu bekommen? Sie wollen das Bett haben? Wenn Ihnen jemand Schwierigkeiten machen wird, dann Mary Thorne. Für Thorne ist diese Auktion nichts weiter als die Möglichkeit, noch ein Stück dieses wunderschönen Tales zu verschlingen. Der Fortschritt verschlang schon unseren Jazzclub und unser Theater. Was soll hier gebaut werden? Eigentumswohnungen nehme ich an. Meine Damen und Herren, wir sind hier zusammengekommen, um diesen Besitz gemäß Gerichtsbeschluss zu versteigern. Und wer ist Thorne? Thorne ist nicht hier. Der Mann im schwarzen Anzug ist Thornes Assistent. Ich eröffne die Versteigerung mit $500,000. Wer bietet mir $500,000, bekomme ich $500,000? Verzeihen Sie bitte. Sir, wir sind nur hergekommen wegen des Bettes und ich bin sicher, dass sich sonst niemand dafür interessiert. Also... Das mag ja sein, Sir, aber Sie können nicht einfach nur das Bett ersteigern. Es soll doch versteigert werden. Ja, aber das Gericht hat angeordnet, dass alles zusammen versteigert werden muss. Ach. Sie meinen, wenn wir das Bett haben wollen, dann müssen wir das Ganze... Hotel? Und die 40 Morgen bestes Napa Valley Land mit dazu kaufen. Aber... Dürfen wir jetzt anfangen, bitte? Wir beginnen mit $500,000. $500,000. Wer bietet $500,000? Der Herr dort, bitte. $500,000 sind geboten. Wer bietet 600.000? 600.000. Der Herr dort. Danke, Sir. $600,000 sind geboten. Wer bietet 700.000 Dollar? Wer bietet 700.000? Danke, Sir. $700,000 sind geboten. Wer bietet 8? Wer bietet $800,000? 800.000. Danke, Sir. Wer bietet 9? 900.000. Danke, Sir. $900,000 sind geboten. $900,000. Höre ich 1 Million? $900,000, meine Damen und Herren, für dieses herrliche Anwesen. Kein weiteres Gebot? Sind wir schon am Ende? Zum Ersten. Zum Zweiten. $1 Million. $1 Million sind geboten. Danke, Sir. $1 Million, meine Jonathan, Damen und wir Herren. Wir wollen doch nur das Bett. $1 Million. Höre ich mehr? $1 Million. 1.100.000. 1.200.000. 1.300.000. 1.400.000. Danke, Sir. Für ein Bett? Das ist doch nicht irgendein Bett. 2 Millionen. 3 Millionen. 3 Millionen. Du willst doch wohl nicht, dass irgendein Fremder unser Hochzeitsbett bekommt, oder? 3 Millionen sind geboten. $3 Millionen. 4 Millionen. 4.500.000. 4.500.000. Jonathan, dann haben wir kein Geld mehr, um die Bettwäsche zu kaufen. Sir? Ja. 4.500.000 sind geboten.
Richtig, 4 Millionen 75. Und 75. Wer bietet 5 Millionen Dollar? 5 Millionen Dollar. Wer bietet 5 Millionen, meine Damen und Herren? 5 Millionen. Wer bietet 5 Millionen Dollar? Ich warte auf ein Gebot von 5 Millionen Dollar. Absoluter Wahnsinn. Danke, Madam. Wir haben ein Gebot von 5 Millionen Dollar. Vielen Dank, Madam. Sehr gut, Liebling. Fabelhaft. Darf ich telefonieren, bitte? Ja, bitte sehr. Danke, Sir. Ich weiß nicht, wer das ist, aber wir sind schon bei 5 Millionen. Sir, das Gebot steht bei 5 Millionen Dollar. Möchten Sie mehr bieten? Bitte, einen Augenblick noch, bitte. Hallo? 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 5 Millionen Dollar sind geboten. 5 Millionen. 5 Millionen sind geboten. Zum ersten. Zum zweiten. Verkauft. An den Herrn und die Dame. Für 5 Millionen Dollar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Verzeihen Sie bitte, Mr. Hart. Jonathan Hart. Mein Name ist Burgish. Mr. Burgish, das ist meine Frau Jennifer. Ja, ich bin sicher, mein Arbeitgeber wird auf jeden Fall bereit sein, Ihnen ein profitables Angebot zu machen, Mr. Hart, ja? Wir wollten es ja eigentlich gar nicht haben. Nur das Bett. Und jetzt? Jetzt haben wir es uns überlegt. Das Tal ist wundervoll. Und es wird in diesem Jahr einen hervorragenden Wein geben. Und das Hotel? Wir wollen, dass es so erhalten bleibt, wie es war, als wir zum ersten Mal hier übernachtet haben. Ich glaube, die Welt braucht keine Eigentumswohnungen mehr. Ja, und dann müssen die Menschen, die hier leben, auch nicht woanders hinziehen. Für uns bleibt Napa Valley ein Tal. Wir mögen keinen Beton. Komm, Liebling, wir müssen das Bett beziehen. Da wir jetzt das Anwesen gekauft haben, können Sie jedem, der hier arbeitet, sagen, dass er seinen Job behält. Dafür danke ich Ihnen, Mr. Hart. Und die Zimmermädchen danken Ihnen und der Küchenchef und die Weinbauern. Gern geschehen, Mr. Manson. Ich glaube, es wird uns Spaß machen, Hotelbesitzer zu sein. Ja, aber es ist sehr klein, Sir. Wir sind sehr optimistisch. Conrad Hilton hat mit zwei Pagen und einem Schild zimmerfrei angefangen. Und jetzt zu dem Weinkeller, von dem Sie mir erzählt haben. Ich würde Mrs. Hart gern mit etwas Gekühltem aufwärmen. Hast du den Weinkeller gefunden? Mhm. Na, weißt du, ich hab's mir überlegt. Willst du wirklich Champagner? Mhm. Der ist viel zu eisig. Davon wird uns doch kalt. Zur Wiedereinweihung unseres Bettes gehört doch etwas Wärmendes, Seemann. Meinst du nicht? Mhm. Heißt das ja oder nein? Mhm. Ah? Jonathan? Ich bin's. Du bist du? Wer war denn dann der... Jonathan! Oh. Jonathan, hat's wehgetan? Nein, aber dem Herrn hier... Oh. Weißt du, wer das war? Er hat's nicht verraten. Weißt du, das ist eine traumhafte Nacht. Hast du dir auch wirklich nicht wehgetan? Nein, nein, mir geht's gut. Dann wirst du auch gleich einschlafen, Liebling. Unser Hochzeitsbett ist weg. Ja, ich hab's gleich gestern erfahren.
Ich muss schon sagen, Sie haben ganz schön was hingeblättert für eine alte Liege. Allein haben Sie sie uns ja nicht gegeben, die alte Liege. Da hat der liebe Mr. Hart eben alles kaufen müssen. Es hat sich für uns aber gelohnt. Zu dem Bett bekamen wir 40 Morgen bester Weinberge und ein hübsches Hotel. Mhm, verstehe. Sheriff, jemand namens Mary Thorne war bei der Auktion unser schärfster Konkurrent. Mary Thorne entführt Betten? Ich werde mal nachforschen. Da wir wegen des Bettes gekommen sind, könnte man der Thorne noch einen Besuch abstatten. Hm? Danke, Sheriff. Viel Spaß. Danke, Sheriff. Wiedersehen. Mr. und Mrs. Hart, welche Überraschung. Ich bin Mary Thorne. Tag. Champagner. Nein, danke. Es ist immer angenehm, einem begabten Mann zu begegnen. Und natürlich auch der Frau, die ihn inspiriert. Danke, Mrs. Thorne. Ich glaube, Sie haben etwas, das uns gehört. Und ich habe gedacht, dass Sie etwas haben, das mir gehört, Mr. Harp. Das Hotel haben wir korrekt gekauft. Elektronik, Raumfahrt, Computerbildungsprogramme und ein neues Forschungszentrum in Kyoto. Und jetzt Herbergsvater. Ich glaube, das fällt etwas aus dem Rahmen, Mr. Hart. Da Sie anscheinend sehr viel wissen über mich, wissen Sie, dass ich vielseitig bin. Ja, vielseitig sind Sie, wenn es ums Profitmachen geht. 6 Millionen. Ich muss Ihnen leider sagen, dass wir nicht verkaufen möchten. Ich bitte Sie, Mr. Hart, wir beide sind doch Geschäftsleute. Sie wollen doch das Land ganz sicher nicht ungenutzt liegen lassen. Es wird bestimmt nicht ungenutzt liegen bleiben. Die Menschen, die auf diesem Land leben und arbeiten, tun das auch in Zukunft. Gut. Ich habe den Eindruck, Sie bleiben bei Ihrer Entscheidung. Ich hoffe, die Gastronomie wird Ihnen Freude machen. Auf Ihr Wohl, Mr. Hart. Auf Wiedersehen, Mrs. Thorne. Glauben Sie, die wissen, dass wir das Bett haben? Wenn Mr. Hart noch einmal eine Weinlese erleben will, wäre es besser, er weiß es nicht. Sieh mal, da steht unser Bett. Was will denn die Thorne mit unserem Bett? Ich weiß nicht, aber sie wird es nie beziehen können. Ja? Ja, Kumpel. Was kann ich für euch tun? Wir kommen ein bisschen zu spät. Warum zu spät? Zum Abholen. Das ist es doch, Elsa. Ja, das ist es, Fritz. Unterschrift. Ich sehe es mir an. Wer hat euch denn geschickt? Das war heute ein heißer Tag, hm, Elsa? Allerdings, Fritz. Eine Massenkarambolage, 6 Karren im Eimer. Ja, das war so. Ein Kombifahrer war voll wie eine Latte. Draußen auf der 390. 4 Spuren im Stau. Was ist denn das da drin? Ja, was ist denn das? Weißt du, das... Das ist eine Weinpresse. Ach, ehrlich?
Ja, die werden heute nicht mehr gebaut. Damals wurde alles mit der Hand gemacht. Das war bestimmt ein Haufen Arbeit. Ja, das war's. Aber weißt du, die Zeiten waren damals trotzdem nicht schlecht. Sieh mal den Wagen hier. Komm mal her. Keine Maschinen, keine Motoren, nur Pferde. Keine Komplikationen. Die brauchte man nur zu füttern und die haben die Arbeit für dich gemacht. Wer war das? Wer hat euch hergeschickt? Hey, hey, Moment mal! Hier bleiben! Hier bleiben, bleibt hier! Kommt zurück! Sagen Sie mal, Börgisch, haben Sie das Bett bewacht oder darin geschlafen? Ich hab's nicht bewacht, das war Clem. Er hat sich von den beiden austricksen lassen. Für den sind Sie aber verantwortlich. Apple Ross starb wegen seiner Dummheit. Glauben Sie etwa, ich werde Ihre Dummheit hinnehmen? Bitte, die werden noch nicht weit kommen mit dem Bett. Ich kann's Ihnen garantiert wieder abnehmen. Formulieren Sie das anders. Sie müssen es Ihnen wieder abnehmen. Ich will das Bett. Ich schwöre es Ihnen, das Bett ist nicht hier. Bleib ganz ruhig, Manson. Wir wissen, wer es hat. Die Harts. Wir wissen nur nicht, wo sie es haben. Die Harts? Wollen Sie die auch in den Brunnen werfen wie den armen Mr. Appleroth? Hey, Manson. Sie reden mir ein bisschen zu viel. Sie haben mir Geld versprochen. Das will ich jetzt haben, sonst werde ich nicht mehr mitmachen. Wenn Sie darauf bestehen. In den Brunnen? Nein. Zwei Unfälle im selben Loch strapazieren die Glaubwürdigkeit. Kennen wir den Wagen nicht, Liebling? Mrs. Thorne. Es wäre vielleicht besser, wenn wir uns eine andere Herberge suchen würden. Aber wieso denn? Das ist unser Hotel und das ist unser Bett. Warum sollten wir uns von diesen Leuten Angst einjagen lassen? Deswegen. Mit dem Wagen. Los, verschwinde! Liebling, auf einer Hauptstraße kann man uns zu leicht entdecken. Nur wegen dem Bett auf dem Hänger? Na, dann mischen wir uns doch einfach unter die anderen Betttransporte. Wir fahren auf eine Nebenstraße und verstecken uns. Wir müssen irgendwo abgebogen sein. Wenn Sie hier verschwinden wollen, müssen Sie früher oder später auf die Hauptstraße zurück. Wir warten. Na, was hältst du davon? Hier hängt aber gar kein Schild, dass noch Zimmer frei sind. Jonathan, im nächsten Ort wird sicher ein entzückendes Hotel geben. Wir können doch nicht einfach irgendwo parken, dann werden die uns das Bett wieder abnehmen. Wieso ist unser Bett denn eigentlich so ein Objekt der Begierde? Keine Ahnung. Aber morgen früh informiere ich Sheriff Reinhardt, dass es plötzlich sehr beliebt ist. Liegst du bequem? Oh ja. Wir sollten wirklich dankbar sein, dass wir das hier gefunden haben. Der Farmer hält uns bestimmt für verrückt. Wir sind auf Hochzeitsreise, habe ich Ihnen gesagt. Und du hättest was gegen Nächte in fremden Betten. Jonathan, das wird jetzt allmählich zum befremdlichsten Bett meines Lebens. Dann werden wir es uns ein bisschen vertrauter machen. Oh. Jetzt fühle ich mich wie zu Hause. Ein Seemann.
Na, da sind Sie ja wieder. Beiden zur Beerdigung Blumen schicken. Hoffentlich macht Sheriff Reinhardt im Moment keine Geschwindigkeitskontrollen. Wieso? Mein Führerschein liegt im Wagen. Die kommen nicht weit, ich verspreche es Ihnen. Versuch jetzt nicht mit mir zu schmusen. Fahren Sie! Festhalten, schön festhalten. Was sollen wir denn sonst machen? Fahren Sie doch endlich, bitte! Tut mir leid, wenn ich das auseinandernehmen soll, brauche ich einen Spezialschlüssel. Ich kann Ihnen nicht helfen. Jedenfalls vielen Dank. Sie haben uns das Leben gerettet. Wir müssen nach San Francisco. Von da werden wir das Bett nach L.A. schicken. Sie kommen aus Los Angeles? Ja. Jetzt begreife ich. Weißt du, unser Bett verursacht doch die schlimmsten Reaktionen bei den Menschen. Ja. Irgendjemand müsste wissen, warum. Wie wär's mit deinem Bekannten, dem Antiquitätenhändler am Giordelli Square? Grappelli? Mhm. Wenn das wirklich eine kostbare Antiquität ist, wird er es sofort erkennen. Kann Grappelli es uns nach L.A. bringen? Ja, natürlich. Aber Liebling, wie kommen wir denn bis San Francisco, ohne dass wir unterwegs Mrs. Thorne mit ihren liebenswürdigen Möbelpackern begegnen? Kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Aha. Liebling, ich glaube, wir haben zu viel für diesen Schrotthaufen bezahlt. Nein, wir haben ja auch seine Maisbude demoliert. Hoffentlich kommen wir damit bis San Francisco. Ich glaube, die Polizei interessiert sich bestimmt sehr für Mrs. Thorne. Die Gegend hier kommt mir allmählich irgendwie bekannt vor. Mein Französisch wird immer besser. Auf alle Fälle ist es besser als mein Navigationsvermögen. Wir sind immer im Kreis rumgefahren. Wollen wir uns den Stall nicht auf Lebenszeit mieten? Aber vergangene Nacht haben wir hier doch wundervoll geschlafen. Ach, wirklich? Mhm. Weißt du, von Jean-Pierre bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja? Wieso? Ich dachte, dass er einer von den Guten ist. Das ist auch nur ein Lakai von Mr. Thorne.
Was ihre Garde angeht, hat sie einen sehr guten Geschmack. Ganz abgesehen von den Möbeln. Oh. Liebling, fahr den Wagen ein Stück nach vorn. Da tropft irgendwas auf unser Bett. Reicht das? Ach, das ist schon alles nass geworden. Liegt da vorne vielleicht ein Lappen im Wagen? Oh. Bitte sehr, ein Lappen. Danke. Oh, das ist Wein. Oh, die Farbe geht ab, Liebling. Unser Bett ist völlig ruiniert. Dann leg den Lappen eben wieder weg. Moment mal. Ich glaube, da ist noch was drunter. Jonathan, sieh dir das an. Ein Gemälde. Das muss eine Madonna sein oder sowas. Die waren bestimmt hinter dem Gemälde her. Wundervoll, nicht wahr? Fra Angelico, ein Meister aus der Renaissance. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie wiederkommen. Verzeihen Sie mir das hier. Ich würde ihn wirklich nicht gern benutzen. Das wollten Sie und die Thorn also unbedingt haben. Und Sie, Monsieur Art? Wir haben das gerade zum ersten Mal gesehen. Ich dachte, Sie haben vielleicht ein Geschäft gemacht mit dem verstorbenen Mr. Appleroth. So, und Sie stehlen jetzt gleich das Gemälde, das in unserem Bett ist. Man kann nicht stehlen, was bereits gestohlen wurde. Haben Sie das hier versteckt? Das war das Werk von Monsieur Appleroth. Er war ein unbedeutender Mann im weit verzweigten Netz des internationalen Kunstschmuggels. Offensichtlich wollte er sich zurückziehen aus dem Geschäft mit der unerbittlichen Madame Thorn. Er hat teuer bezahlt für seinen Verrat. Ebenso wie sein Verwalter, Monsieur Manson. Der wird nie wieder etwas verwalten können. Sehr gut, Burbage. Jetzt haben Sie endlich mal Ihr Geld verdient. Aber wer fährt den Wagen? Hier wird's gleich ein bisschen voll werden. Wär's dann nicht besser, wenn ein paar von uns gehen? Das wird wohl kaum nötig sein. Glaubst du wirklich, dass wir denen mit dem Schrotthaufen entkommen können? Nur dann nicht, wenn sie eine Luftpumpe dabei haben. Ich habe größte Bedenken, ob wir damit bis nach San Francisco kommen. Ach, von hier an geht's doch immer bergab. San Francisco geht's doch bergauf, Liebste. Das ist ja furchtbar. Hoffnungslos. Und wie ist Ihre Diagnose, Doktor? Ich glaube, der muss auf die Intensivstation. Tag. Tag. Eigentlich wollten wir damit nach San Francisco. Nein. Keine Hoffnung? Das stimmt nicht. Nein, Mister. Ja. Ach, herzlichen Dank. Danke. Es ist oft neblig in San Francisco. Der Mann, von dem Sie den LKW haben, sagt, Sie wollen zu Grappelli am Giardelli Square. Das muss jemand sein, der spezialisiert auf solche Geschäfte ist. Wenn die Harts wirklich so unsterblich verliebt sind in ihr Bett, müssen wir die beiden vielleicht schlafen legen. Und zwar für immer. Glaubst du nicht auch, dass wir vielleicht irgendwie auffallen könnten? Warum? Wir fahren doch nicht so schnell, Liebling. Ja.
Das ist unser Mann. Gemälde und Antiquitäten, Capelli. Hat er unseren Wagen hier gelassen? Aber bestimmt nicht die Schlüssel. Komm mit. Hey, Taxi! Hey! Folgen Sie dem Bett! Was haben Sie gesagt? Folgen Sie dem Bett! Ach ja, natürlich. Dem Bett. Das Bett der Harz. Dann sind die Harz bestimmt nicht weit. Tja, jetzt sind wir es wohl für immer los, Liebling. Verzeihen Sie bitte, haben Sie ein Telefon? Neben dem Knabenklo. Danke. Und was machen wir jetzt? Sprechen wir doch schon mal über die Bettwäsche. Das muss das Bett für die Ausstellung sein, glaube ich. Der Spediteur muss spinnen. Moment mal! Moment mal! Was ist das? Na, das ist ein Bett. Das ist völlig falsch. Das ist französisch provinziell. Das zerstört mir das ganze spanische Motiv. Sofort raus damit! Merde! Mais où est-il parti? Raus damit! Das Ding ist ja furchtbar. Furchtbar, ich bin von Banausen umgeben. Excusez-moi, verzeihen Sie, aber das ist mein Bett. Na Gott sei Dank. Anhalten, anhalten! Sieh mal da. Hier, hier, bitte sehr. Danke. Danke. Herzlichen Dank, Mister. Und das Gemälde, das Sie hier sehen, ist sehr wertvoll. Finger weg von dem Bett. Monsieur Art, ich will mich nicht streiten mit Ihnen, aber Sie werden mir gestatten... Das ist Diebesgut, Monsieur. Aber Augenblick mal! Wäre ich nicht gekommen, hätte Madame Thorn Sie bestimmt schon erwischt. Bevor sie uns erwischt, wird sie bestimmt von der Polizei geschnappt werden. Ach, hörte ich da eben meinen Namen? Hier wird mein künstlerischer Freiraum beschnitten, Monsieur! Das ist unser Bett. Bürgisch. Hören Sie auf! Wie wohl hier? Prügeln Sie sich doch auf der Straße! Raus hier! Oh. Mein Gott, das ist ja entsetzlich! Unternehmen Sie doch was! Nein! Meine Nerven! Warum haben Sie dieses provinzielle Bett hierher gebracht? Halt! Keine Bewegung! Nehmen Sie Schön, dass Revolver Sie doch noch her. Gekommen sind. Das hier sind alles Mörder. Das ist doch hören Sie mal. Absurd. Können Sie mal den Ventilator abstellen? Und ich werde Ihnen zeigen, wo die Leichen sind. Sie? Madame Art weiß nicht, welche Rolle ich in dem Spiel spiele. Die haben das Gemälde. Die müssen Sie verhaften. Uns? Ja. Erst haben Sie das Bett gestohlen und dann hat er es gestohlen. Aber Madame... Er hat unseren Wagen gestohlen. Aber Monsieur... Und dann hat er uns durch halb Nordkalifornien... Und er wollte unser Gemälde haben. Anschellen für die beiden, Inspektor? Nein, nein. Wir wollen das Gemälde doch gar nicht. Wir wollen nur das Bett. Moment mal. Inspektor? Oui, Monsieur.
Sie sind ein Inspektor? Ja, Madame, ich bin von Interpol. Das französische Kultusministerium und Ihre Regierung gaben mir alle Vollmachten für die Aufklärung dieses Falles. Führen Sie sie ab. Die beiden. Und Sie? Sie bekommen Post von all meinen Anwälten. Das wird dieser elende Bulle bereuen. Das tut mir wirklich sehr leid, Inspektor. Nein, nein, schon gut, Madame Art. Sie wollten also wirklich nur das Gemälde wiederhaben? Oui, Madame. Aber ich habe auf der Jagd nach dem Gemälde noch etwas anderes bemerkt. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen, kommen Sie. Ich hatte das schon vermutet. Was? Mimi? Madame, Monsieur Art, ich muss Ihnen leider mitteilen, ich habe einen Haftbefehl für Ihr Bett. Für das Bett? Was hat es verbrochen? Das Bett ist ein Erbstück Frankreichs. Das war das Bett von Mimi Le Monde. Oh. Wo ist sie? Wer ist sie? Es tut mir leid, sie ist schon lange tot. Oh. Mimi war die berüchtigte Zofe der berüchtigten Madame Pompadour. Oh. Aus diesem Grund verachte ich dieses Bett im Namen Frankreichs. Oh. C'est la vie? War das nicht nett von Jean-Pierre, dass wir beide noch mal eine Nacht in Mimis Bett schlafen durften? Ja, aber wenn wir nicht gewesen wären, hätten sie es nicht zurückbekommen. Ja, du hast wie immer recht. Ich glaube, dass Mimi damit einverstanden gewesen wäre. Mimi, das klingt nach einem Mädchen, das mit allem einverstanden war. Oh. Tja, vielleicht haben Mimi und ihr Bett uns beide schon damals irgendwie beeinflusst. Ja. Findest du nicht auch, Geliebte, dass wir jetzt schon etwas zu lange über Mimi sprechen? Oh, ja. Willst du denn mit mir über was anderes sprechen? Tja, eigentlich würde ich jetzt am liebsten über gar nichts reden. Aha. Jonathan, ich wollte schon immer mal mit dir in einem Schloss spielen.